Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Mein Name ist Sven und ich begrüße dich recht herzlich, um dir heute zu zeigen, wie du mehr Stabilität und mehr Power in deinen Aufschlag bekommst. Mit einem ganz einfachen Trick. Und bevor wir jetzt starten, abonniere auch gerne meinen Kanal, damit du immer die neuesten Informationen rund ums Tennis bekommst. Und lass uns nun damit beginnen, deinen Aufschlag massiv zu verbessern. Der konkrete Tipp, den ich euch mitgeben möchte als Aufschläger, ist der Transfer nach vorne im Aufschlag. Das heißt, der Körper kann seine Masse für den Aufschlag nutzen, um zum einen mehr Stabilität, aber auch mehr Power für den Aufschlag zu erzeugen. Ja? Wenn ich jetzt also einen aufschlage und bleibe bei meinem Aufschlag auf dem Punkt stehen, habe ich natürlich nur den Arm, der arbeiten kann, und das kann den Arm auch mal überbelasten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich versuche, darauf zu achten, meinen Körper zum Aufschlag hin nach vorne zu transferieren. Das heißt, ich möchte meine Masse, die ich als Spieler darstelle, ja, nach vorne den Schlag bringen, um mich einfach den Aufschlag zu unterstützen und dadurch mehr Geschwindigkeit zu bekommen. Der Körper kann in dem Moment, wo er nach vorne pusht, viel Geschwindigkeit zu meinem Aufschlag beitragen und kann die Energie erhöhen. Und ihr habt schon gesehen, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe hinter der Linie gestartet und bin nach meinem Aufschlag nach vorne ins Feld reingegangen, habe quasi meinen Körper reingelegt, habe den Weg nach vorne gesucht und habe dadurch den Aufschlag noch mehr beschleunigt. Der Vorteil ist, wenn ich die Masse nach vorne bekomme, dass ich auch den Weg des Schwunges verändere. Nein, das war scheiße gut. Der Vorteil ist, wenn ich meinen Körper nach vorne schiebe, dass ich auf dem Weg zum Aufschlag auch gerade und sauber arbeiten kann, ja, weil der Arm, der rotiert ja runter. Und wenn ich jetzt hier stehen bleibe, ja, habe ich ganz häufig den Verriss drin. Deswegen ist es wichtig, dass der Körper zumindest diesen kurzen Weg mit unterstützt, damit ich oben im Treffpunkt eine schöne Gerade habe und dadurch den Aufschlag besser beschleunigen kann. Was den Aufschlag absolut beeinträchtigt, ist natürlich, wenn der Ballwurf in eine Richtung geht, wo der Schwung nicht in Entlage werden kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Ball zu meiner Links werfe, ist es für mich immer schwierig, die Masse nach vorne zu bringen. Und somit muss der Arm natürlich ganz viel nachkorrigieren. Deswegen ist die Grundlage für einen guten Aufschlag ja der Ballwurf. Und der sollte vom Prinzip her immer als Rechtshänder am rechten Ohr nach hoch geworfen werden und ich sag mal so 10, 20 cm vor der Linie runterkommen, damit ich auch die Masse nach vorne bringen kann. Das ist ganz entscheidend. Um das im Anfängerbereich umzusetzen, lohnt es sich, wenn ich darauf achte, dass ich mit meinem Aufschlag, ja jetzt als Rechtshänder, meinen rechten Schritt zum Aufschlag hin nach vorne setze. Dadurch lerne ich automatisch, meine Masse mit rein zu transferieren, ja, und bin in der Lage, dann präziser und härter aufzuschlagen. Bei Fortgeschrittenen sieht es ein bisschen anders aus. Dadurch, dass die Geschwindigkeit höher ist, versuche ich die Hüfte da zu stabilisieren. Das heißt, hier versuche ich nicht den rechten Fuß als Rechtshänder nach vorne zu setzen, sondern ich versuche die Dynamik nach vorne zu nutzen und versuche im Endeffekt auf links zu landen, sodass die Hüfte nicht zu früh rausdreht. Also je nachdem, wo ihr euch einstuft, versucht darauf zu achten, dass die Masse des Körpers mitgeht, damit ihr seht und auch merkt, dass euer Aufschlag noch viele Geheimnisse in sich trägt und noch viel mehr verbessert werden kann. Gut. Also achte gezielt drauf. Für einen guten Aufschlag ist es wichtig, dass ich zum einen den Ballwurf ordentlich setzen kann, dass ich zum zweiten eine gute Treffhöhe habe und zum dritten die Masse des Körpers mitnutze, um in den Ball wirklich auch reinzugehen und natürlich dadurch eine bessere Stabilität im Aufschlag, aber auch eine höhere Geschwindigkeit zu erzielen. Das ist ganz entscheidend. Für Anfänger ist es sinnvoll, wenn ihr den rechten Fuß als Rechtshänder mitschiebt, um einfach die Masse am Anfang mitzubekommen. Für fortgeschrittene Spieler lohnt es sich zu lernen, dass ich von links auf links als Rechtshänder springe. Das heißt, ich hole meinen Druck von unten und versuche dann auf links zu landen, damit die Hüfte nicht zu früh reinrotiert und ich dadurch mehr Stabilität, aber auch mehr Masse reinbekomme und über die Dynamik des Sprungs halt hier nochmal, wie ich auch mehr Power produzieren kann. Ich hoffe, der Tipp konnte dir helfen und freue mich drauf, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin, dein Sven.